Moin meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute werden wir mal kurz anschneiden, wie es mir geht. Wollte ich euch einmal nochmal kurz feedbacken, beziehungsweise ein Feedback geben. Ja, ich bin so ziemlich zurückgezogen und für mich ist das die beste Entscheidung, dass ich sage, das bleibt jetzt erstmal so. Und auch die Kontakte werden auch weiterhin gewählt bleiben. Weil ich einfach merke, es ist einfach ganz, ganz anders. Und ich merke halt auch nicht nur, dass es anders ist. Mir geht es nicht nur viel, 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 viel besser. Ja, wie soll ich sagen? Ich war gestern im Gym und was ich einfach wieder schön fand, ist, Mädels hatten für mich wieder ein Lächeln übrig. War für mich zwar ein bisschen ungewohnt, aber ich fand es schön und man muss ja auch nicht immer reden oder so. Mir reicht in der Regel schon, wenn man für mich ein Lächeln übrig hat. Das ist für mich sehr, sehr viel. Und ich mag das auch und ja. Wie soll ich sagen? Es ist nicht nur ruhiger geworden, es ist für mich entspannter geworden, angenehmer auch. Bin weniger am Computer und ja. Werde heute wohl auch was kochen. Ich denke mal Bigos. Das ist ein polnisches Krautrezept. Also hatte ich auch überlegt, ein Video darüber zu machen. Auch wenn ich noch keine richtige Kamera habe, muss ich halt mal gucken, wie ich das dann mache. Ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich noch ein paar andere Videos noch mache. Real Talk-mäßig mehr. Habe ich ja gesagt. Oh Gott, ey. Agent, warum bist du schon wieder so müde, ey? Ja, man merkt, ich bin ein kleiner Chiller geworden und das tut mir einfach gut. Und es ist mir auch egal, wer jetzt irgendwie wieder disliked oder sonst irgendwas. Ich weiß nur das, was ich zu tun habe und ja. Es wird für mich alles sehr, sehr viel besser jetzt gerade zur Zeit. Einfach auf Abstand gehen, was ich nicht möchte. Und ja, ich habe liebe, liebe Leute um mich dennoch herum. Ich habe auch gestern jemand Neues quasi kennengelernt. Ja, da hacke ich ja nämlich auch was aus für den guten Benji. Und der gute Junge weiß das noch nicht. wenn ich darüber nachdenke, da muss ich schon lachen. Ich werde jetzt nur nicht viel verraten, weil das auch in einem Video verarbeitet wird. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, wird ziemlich lustig werden. Ja, ihr kennt es ja nicht anders. Wann hat der Agent mal keine Flausen im Hirn? Wenn der Agent nämlich keine Flausen im Hirn hätte, dann wäre das ultra langweilig. Das muss man einfach sagen. Ja. Ich bin mal wieder unmöglich und muss immer irgendwelche Menschen ärgern. Und das nur aus Just for Fun, weil ich das super lustig finde. Vor allem, wenn das auch immer so Sachen sind, womit sie immer nicht rechnen. Ich sag's ja immer wieder, bei mir muss man irgendwo mit allem rechnen. Was ich am Flausen hab oder wen ich hops nehme, ich nehme immer irgendwen hops. Da würden andere wieder sagen, der Agent wieder ist mal wieder unterwegs, der kleine Jungspund. Hat nur Bullshit im Kopf und was. Und da würden wieder andere wieder sagen, Agent, du brauchst eine Frau. Und ich würde sagen, nö. Ich lauf lieber weg. Ich will keine. Ich will mich nicht binden lassen. Hab einfach zu viel Angst. Möchte das einfach nicht. Das ist mir einfach zu. Weiß ich nicht. Hab Angst ist wieder, dass es wieder zu einem Gefängnis wird. Und deswegen würde ich auch immer wieder vor anderen Leuten, auch vor allem diversen Menschen, die ich immer wieder abschiebe und sage: Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich muss weg! Ich muss weg! Ich muss weglaufen! Ich muss ganz, ganz schnell weg! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich muss weg! Ich muss weg! Wenn ich die sehen würde, würde ich sofort weglaufen. Bloß weg, bloß flüchten, bloß nicht bleiben, bloß abbauen. Ich will nicht. Ich will mich nicht gefangen nehmen lassen. Ich will meine Freiheit behalten. Ich will frei sein. Ich will frei und ungestüm und wild sein. Mich bloß nicht gefangen nehmen lassen. Ich lasse mich doch nicht in Handschellen legen. Oder mich irgendwie anderweitig festhalten. Nee, habe ich gar keine Lust zu. Will ich nicht. Will lieber Menschen ärgern, Leute hops nehmen. Frei sein. Das finde ich viel, viel schöner. Das macht viel, viel mehr Spaß. Also, so dass ihr den aktuellen Stand habt.
Ich genieße echt die Ruhe und mir geht's auch deutlich besser schon. Es geht auch schon deutlich zurück. Und die Leute merken das jetzt auch, dass das bei mir besser wird. Das ist aber auch, weil ich ein komplett anderes Verhalten an den Tag lege und das einfach mal ignoriere. Ich weiß, da könnten sich jetzt schon wieder andere wieder in den Kopf stoßen und sagen, wieso machst du das? Du bist doch ein Popoloch und bababa, das interessiert mich nicht. Und wenn die Menschen dann da sitzen und heulen, ja, alleine schon gedanklich, wenn ich die Person sitzen sehe und heulen sehen würde, schmeiße ich mich jedes Mal weg. Weil mich das einfach nicht mehr juckt. Ich find's ultra lustig, wenn die da hockt und heult. Jedem die Ohren voll heulen muss und sagen muss, Mami, Agent macht mich fertig. Ja, das gibt für mich dann auch nochmal schönen ordentlichen Boost und ja, gibt mir dann auch nochmal einen Grund mehr, wieder was nachzudrücken. Ich bin nämlich auch einer, der das mich nicht sein lassen kann. Und ich bin nämlich auch jemand, der das auch mit Absicht macht. Weil ich das super lustig finde, wenn die Person da sitzt und heult. Und mich interessiert's nicht. Ne? Also, so bin ich bei Menschen einfach, die mir wehtun, die einfach mir alles kaputt machen wollen. Ich finde das super lustig und finde darin irgendwo auch eine Genugtuung. Muss man nicht mal verstehen. Und ich weiß, es ist nicht immer eine feine englische Art, das will ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ist es auch nicht unbedingt. Aber es ist halt auch immer so eine Sache, das sage ich halt grundlegend auch, was gebe ich meinem Gegenüber, was gebe ich meinem Mitmenschen und ja, ob ich überhaupt auch so scheiße sein muss. Oder ob ich mich auch mal wie eine erwachsene Frau mich verhalten kann oder mich wie ein dummes Kind aufführen muss geistig. So, das sind halt Sachen, die sind für mich nicht attraktiv, ich weiß nicht, ich empfinde da auch einen Ekel und würde da sofort weglaufen, Angst kommt mir da hoch. Weil ich genau weiß, wenn ich die Person beispielsweise wieder mein Leben lassen würde, ja, die würde mich gefangen nehmen und würde sagen, du bist nicht frei und du hast auch nirgendwo hinzugehen, denn du bist meiner. Du bist mein Hahn und eine andere Frau darf dich nicht haben. Am Popo. Ich lasse mir nicht die Freiheit nehmen, weil wenn man mir das wegnimmt, dann breche ich aus und lauf weg. Und da reicht es schon, wenn man mir den Rücken zudreht, weil dann bin ich weg, schneller als man denkt. Auf jeden Fall genieße ich das Leben. Das ist einfach momentan sehr, sehr schön wieder. Einfach auch aus dem Aspektpunkt, ich kann machen, wie ich möchte, ich fühle mich wohl. Und es ist wirklich stressärmer, wirklich deutlich stressärmer. Viele merken ja mittlerweile die Unterschiede. Wenn ich ganz, ganz ruhig bin und gar nichts mache, dann ist auch wirklich alles gut. So lässt man mich aber allerdings nicht in Ruhe. Ja, da würden andere wieder sagen, dann, ne, wenn man mich nicht, wenn man meine Person nicht in Ruhe lässt, dann bist du selber schuld, wenn man nur noch Theater hat. Das ist halt der Unterschied, wenn man mich auch mal in Ruhe lässt. Ne? Man wird ja auf eine Weise ja dafür, profitiert ja auch davon, indem man mich in Ruhe lässt, weil man dann auch seine Ruhe hat, die man auch wirklich will. Lässt man mich nicht in Ruhe, jo, dann hat man natürlich auch nichts mehr zu lachen. Aber was soll ich sagen? Ich verabschiede mich, das war jetzt ein kurzes Video und sagt dann mal bis irgendwann mal. Bis dann, euer Agent.